Am 8. Mai verlässt Joshua Maddox sein Elternhaus in Woodland Park im amerikanischen Colorado. Er verabschiedet sich von seiner großen Schwester und kündigt an, einen Spaziergang im nahegelegenen Nationalpark Pike National Forest zu machen. Joshua liebt die Natur und macht oft Wanderungen, um die Vielfalt des nahegelegenen Nationalparks zu genießen. Doch am Abend des 8. Mai kommt Joshua nicht zurück nach Hause. Sein Vater Mike durchsucht die Gegend nach seinem Sohn und kontaktiert alle Schulfreunde und Bekannten von ihm. Doch als er auch nach mehreren Tagen keine Spur von Joshua findet, meldet er den 18-Jährigen schließlich am 13. Mai 2008 als vermisst. Die Polizei ist der Meinung, Joshua sei weggelaufen und habe sein Zuhause freiwillig verlassen. Zwar steht Josh gerade vor seinem Highschool-Abschluss und wird von jeglichen Bekannten und Familienmitgliedern als ausgeglichen und fröhlich beschrieben, doch er ist auch als eigensinniger Junge bekannt. Er macht leidenschaftlich gern Musik und schreibt eigene Geschichten. Zwar ist er außergewöhnlich klug und sehr reif, doch auch ein Tagträumer, der sich nach Abenteuern sehnt und das Unkonventionelle liebt. Und deshalb glaubt auch Joshuas Familie irgendwann daran, dass ihr Bruder und Sohn dem Elternhaus freiwillig den Rücken gekehrt hat und irgendwann zurückkommen wird. Doch das passiert nicht. Weder im Mai 2008, noch in den darauffolgenden Monaten und Jahren. Josh war ein Freigeist und er hat uns immer gesagt, er würde einmal ein großes Abenteuer erleben und wir würden vielleicht eine Weile nichts von ihm hören. Er sagte, eine Weile, und wir dachten, vielleicht meinte er ein paar Jahre, sagt seine ältere Schwester Kate. Zwar ziehen Vater Mike und die beiden Schwestern einige Zeit nach Joshuas Verschwinden um, doch trotz aller schmerzhaften Erinnerungen an den vermissten Sohn entscheidet sich Mike dazu, das Haus in Woodland Park zu behalten. Denn falls Joshua eines Tages doch zu seiner Familie zurückkehren wolle, dann möchte Mike für seinen Sohn da sein und zu Hause auf ihn warten. Wo sonst sollte Joshua als erstes hinkommen, wenn er eines Tages wieder auftaucht? Doch schon bald wird Mike nicht mehr auf die Rückkehr seines Sohnes warten und stattdessen noch viel mehr Fragen haben als zuvor. Es ist der 7. August 2015. 7 Jahre sind nach dem Verschwinden von Joshua Maddox vergangen. Etwa 400 Meter von Joshuas Elternhaus entfernt befindet sich eine kleine Waldhütte. Bis vor 10 Jahren lebte dort der Bruder von Chuck Murphy, dem heutigen Besitzer der Hütte. Doch mittlerweile ist sie unbewohnt und eingefallen. Schon längst haben die Feuchte und die Tiere des Waldes das kleine Haus unbewohnbar gemacht. Nur ab und an betritt es jemand, um die Hütte von kleinen Tieren wie Mäusen oder Waschbären zu befreien. Gelegentlich wird sie für Lagerungen genutzt oder von Jugendlichen unsicher gemacht. Doch damit soll nun Schluss sein. Chuck Murphy entscheidet sich dazu, die Hütte abreißen zu lassen. Dafür lässt er schweres Baufahrzeug anrücken. Doch gegen 2:30 am Nachmittag finden die Abrissarbeiten ein abruptes Ende. Aus dem soeben abgetragenen Schornstein schaut etwas heraus. Ein menschlicher, verwester Körper. Die menschlichen Überreste werden sofort an die örtliche Gerichtsmedizin überführt. Nach der Untersuchung der Zähne und einer Reihe forensischer Tests gibt es schließlich traurige Gewissheit. Der Junge aus dem Schornstein ist der seit mehr als 7 Jahren vermisste Joshua Maddox. Als der 18-Jährige gefunden wird, befindet er sich mit den Füßen nach oben in einer Art Fötusposition im Schornstein. Ein Augenzeuge berichtet, eine Hand habe sich auf der Höhe des Gesichts befunden. Bis auf ein Langarmshirt hatte er nichts angehabt. Seine anderen Klamotten liegen in der Hütte, nahe der Feuerstelle des Kamins, zu dem der Schornstein führt. Der Gerichtsmediziner des Countys, L. Bourne, schließt seinen Obduktionsbericht mit der vermuteten Todesursache Unfall unbekannter Art. Er glaubt, Joshua sei in den Kamin geklettert und dort stecken geblieben, sodass er letztendlich verdurstete. Auch ein Tod durch Erfrieren wird für möglich gehalten. Denn die Wetteraufzeichnungen zeigen, dass die Temperaturen zum Zeitpunkt von Joshuas Verschwinden in der Nacht um die 20 Grad Fahrenheit, also ca. minus 6 Grad Celsius, gelegen haben. Und da Joshua kopfüber in den Kamin geklettert sein muss, hätte er sich nicht mehr befreien können. Auch wenn Joshua nach Hilfe gerufen haben sollte, ist es unwahrscheinlich, dass jemand ihn gehört hat. Seine Rufe wären von den Mauern des Kamins verschluckt worden
und die nächstgelegenen Häuser stehen zu weit entfernt, als dass jemand seine gedämpften Schreie hätte hören können. Seine Überreste geben keinerlei Aufschluss darauf, dass er äußerlich verletzt wurde. Keiner seiner Knochen ist gebrochen. Und auch Spuren von Messern oder Schussmunition lässt sich an seinem Körper nicht finden. Für Joshuas Eltern und seine Schwester ist das Auffinden von Joshuas Leiche natürlich ein großer Schock. In den 7 langen Jahren, in denen sie nach ihm gesucht und stets gehofft haben, er würde unbeschadet nach Hause zurückkehren, war er kaum mehr als ein paar hundert Meter von ihnen entfernt gewesen. Es ist auch der zweite Verlust, mit dem die Familie umgehen muss. Nur etwa 2 Jahre vor Joshuas Verschwinden, im Juni 2006, hat der älteste Sohn der Familie Maddox, Zachary, sich selbst das Leben genommen. Doch nicht nur mit dem Verlust eines zweiten Familienmitglieds müssen sie nun umgehen, sondern auch mit den vielen Fragen, die sich bei der Betrachtung der Auffindesituation des toten Schülers unweigerlich stellen. Weshalb hätte Joshua nur mit einem dünnen Shirt bekleidet und ansonsten vollkommen nackt kopfüber in den Kamin der Hütte klettern sollen? Selbst wenn man davon ausgeht, dass er einfach neugierig gewesen ist. Seine Kleidung wurde in der Hütte neben dem Kamin gefunden. Daher muss er also schon vorher in der Hütte gewesen sein. Oder jemand hat seine Sachen dort abgelegt. Auch wenn man annimmt, Joshua habe aus einer fixen Idee heraus vom Dach der Hütte durch den Schornstein in das Innere des kleinen Häuschens klettern wollen, fällt ein entscheidendes Detail auf. Wenn Joshua schon vorher in der Hütte gewesen ist, um sich aus welchen Gründen auch immer nahezu vollständig auszuziehen, muss er auch gesehen haben, dass vor dem Ausgang des Kamins ein großes Möbelstück stand und er somit gar keine Chance hatte, so in die Hütte zu gelangen. Und wer würde schon freiwillig kopfüber in einen engen Schacht klettern? Würde man nicht viel eher versuchen, sich mit Händen und Füßen an den Wänden des Schornsteininneren abzustützen und langsam abzusteigen? Diese Fragen stellen nicht nur wir uns und die Angehörigen von Joshua, sondern auch der Besitzer der mittlerweile abgerissenen Hütte, Chuck Murphy. Denn laut ihm kann Joshua unmöglich, wie bisher angenommen, in den Kamin eingedrungen sein. Über der oberen Schornsteinöffnung ist nämlich ein schweres Drahtgitter installiert, um kleinere Tiere davon abzuhalten, in die Hütte einzudringen. Dadurch ist es eigentlich unmöglich, in den Schornstein zu klettern. Der Gerichtsmediziner reagiert auf diese Anmerkung und sagt, dass es gut möglich sei, dass das Drahtgitter schlichtweg verrostet und deshalb einfach hochzuheben gewesen sei. Leider ist das Drahtgitter nicht mehr zu überprüfen, denn noch bevor der Kamin abgetragen und so Joshuas Leiche entdeckt wurde, wurde jegliches Altmetall, also mutmaßlich auch das besagte Gitter, eingesammelt und verkauft. Das ist aber nichts Merkwürdiges. Das ist beim Abriss von Häusern üblich. Al Bourne, der zuständige Gerichtsmediziner, erkennt aber die Dringlichkeit dieser Fragen. Und nur 3 Tage nachdem er den Fall zu den Akten gelegt hat, entscheidet er sich dazu, sich der Geschehnisse erneut anzunehmen. Unter anderem trifft er sich auch mit Chuck Murphy. Gemeinsam sichten sie Fotomaterial der Hütte und Murphy schildert die Bauweise des Kamins und die Unmöglichkeit der Unfalltheorie. Doch trotzdem bleibt der Gerichtsmediziner im Grunde bei seiner Einschätzung. Wir haben uns Fotos angesehen und haben mit Chuck Murphy über seine Erinnerungen hinsichtlich der Kaminkonstruktion gesprochen und alles in Erwägung gezogen. Und wir haben immer noch keinen Beweis für einen Mord. Trotz des weit fortgeschrittenen Verwesungsprozesses wird Joshuas Leiche auf verschiedene Substanzen untersucht. Doch es gibt keine Grundlage für die Annahme, Joshua hätte zum Zeitpunkt seines Todes Drogen in sich gehabt. Auch seine Familie beteuert, er habe Drogenkonsum abgelehnt. Es würde mindestens 2 Leute brauchen, um ihn in die Position zu bringen, in der er aufgefunden wurde. Falls mehrere Leute involviert waren, haben wir absolut keine Hinweise darauf. Doch tatsächlich melden sich bei der Polizei schon bald einige Menschen, die interessante Theorien zu Joshuas Tod haben. So wird berichtet, dass es jemanden geben soll, dem ein Mord an Joshua durchaus zuzutrauen wäre. Der soll sogar damit geprahlt haben, den Teenager in der Hütte umgebracht zu haben. Der Name dieses potenziell Verdächtigen lautet Andrew Richard Newman, genannt Andy.
Wie auch Joshua ist er ein leidenschaftlicher Musikfan, spielt selbst auch in einer Band und stammt ebenfalls aus Colorado. Andy wird 2009 in Texas festgenommen. In Houston soll er mehrere Tage lang von Haustür zu Haustür gezogen sein, um Anwohner um Essen und Wasser zu bitten. Schon länger scheint er mit Zügen durch das Land gefahren und immer wieder an neuen Orten aufgetaucht zu sein. Wann immer er dabei mit der Polizei in Kontakt geriet, hat er sich mit einem anderen Namen vorgestellt. Ein Zeuge hat Andy dann in seinem Haus entdeckt, wo er sich mit dem 15-jährigen Sohn und der 17-jährigen Tochter des Anwohners aufgehalten haben soll. Da ihm die ganze Situation merkwürdig vorkam, brachte er Andy unter dem Vorwand, ihn nur ins nächste County fahren zu wollen, zur nächsten Polizeistation. Dort wird Andys Fingerabdruck genommen und ins System eingelesen. Und tatsächlich wird ein Treffer erzielt. Andys Fingerabdruck befand sich sowohl am Ort eines Einbruchs als auch an einem Tatort eines tödlichen Messerangriffs. Natürlich muss Andy sich vor der Polizei für diese Zusammenhänge verantworten. Und es stellt sich heraus, dass Andy in 6 Staaten wegen verschiedener Delikte vorbestraft ist. Zu dem Messerangriff, an dessen Tatort Andys Fingerabdruck gefunden wurde, berichtet die Polizei, Andy habe sich mit James Velito, dem Pfleger eines beeinträchtigten Mannes, angefreundet, der ihm angeboten hat, bei ihm übernachten zu können, wenn er in der Gegend wäre. Bei einem Besuch bei den beiden Männern soll Velito den zu pflegenden Patienten und Andy kurz allein im Wohnzimmer gelassen haben, um zu duschen. Als er aus dem Badezimmer zurückkam, war Andy verschwunden und sein Patient lag tot mit einer Stichwunde auf dem Sofa. Tatsächlich wird Andy für dieses Tötungsdelikt angeklagt. Doch leider verstirbt James Velito, der einzige Zeuge, 2011 im Alter von 50 Jahren bei einer Schlägerei, sodass Andy für den Mord nicht verurteilt werden kann. Darüber hinaus soll Andy bei seiner Verhaftung gegenüber der Polizei angegeben haben, eine Frau in New Mexico umgebracht und ihre Leiche dann in einem Fass verscharrt zu haben. Tatsächlich gibt es den von Andy beschriebenen Fall wirklich. Doch die Polizei hat bereits einen anderen Mann für das Verbrechen verhaftet und entscheidet sich dazu, Andys Geständnis nicht weiter nachzugehen. Über den Fall Joshua Maddox redet die Polizei mit Andy hingegen nicht. Dabei gibt es neben dem vorhin erwähnten Anruf mit dem Tipp, Andy und Joshua hätten dessen letzten Tag gemeinsam verbracht, auch im Internet ein stützendes Indiz. Auf der Plattform Reddit tauschen sich Nutzer in unzähligen kleinen Foren über alle möglichen Themen aus. Von Politik über Popkultur bis hin zu True Crime gibt es in jeder Sparte zahlreiche Foren mit vielen Einträgen. In einem Posting werden Menschen, die einen Mörder kennen, gebeten, ihre Geschichte zu erzählen. Ein Reddit-Nutzer schreibt, er sei mit Andy gemeinsam zur Schule gegangen und auch mit Joshua befreundet gewesen, bevor dieser 2008 verschwunden ist. Andy soll einem weiteren Freund erzählt haben, dass er und Joshua sich gut verstehen und einen gemeinsamen Trip nach New Mexico planen würden. Und wie wir wissen, ist Andy später ja tatsächlich nach New Mexico gefahren, wo er den Mann erstochen hat. Laut des Reddit-Nutzers sollen zahlreiche Bekannte und Freunde schon nach Andys Festnahme, also etwa 2009, und damit nur ein Jahr nach dem Verschwinden von Joshua zur Polizei gegangen sein, um auf den Kontakt zwischen den beiden Jungen aufmerksam zu machen. Doch entweder habe die Polizei Anrufe gar nicht erst entgegengenommen oder gesagt, Andy könne nichts mit dem Verschwinden von Joshua zu tun haben, da dieser sicherlich am Leben und lediglich abgehauen sei. Wie eingangs erläutert, war Joshua zu diesem Zeitpunkt aber bereits tot. Zwar wird Joshuas Leiche erst einige Jahre später entdeckt, doch dass die Polizei das Verschwinden eines lebensfrohen 18-Jährigen kurz vor dessen Highschool-Abschluss derart auf die leichte Schulter nimmt und plausibel scheinenden Hinweisen von Bekannten nicht nachgeht, ist mehr als tragisch. Dass Joshua und Andy einander kannten, scheint klar zu sein. Und auch, dass die beiden unter anderem durch ihr Interesse an Musik durchaus eine Verbindung zueinander gehabt haben könnten. Der Gerichtsmediziner nimmt einmal mehr Stellung zu der Theorie, Andy könnte etwas mit Joshuas Tod zu tun haben. Es gibt eine Menge Hörensagen, dass er die letzte Person war, die ihn gesehen hat und solche Dinge. Aber niemand kann mir Zeiten und Details nennen. Und wir können so etwas nicht 7 Jahre zurückverfolgen. Diese Theorien können nur dann Sinn ergeben, wenn mehrere Leute involviert gewesen wären.
Doch selbst wenn tatsächlich mehr als eine Person an einer möglichen Ermordung Joshuas mitgewirkt haben muss, weshalb ermittelt die Polizei nicht gegen Andy? Als Joshuas Leiche 2015 gefunden wird, verbüßt Andy gerade eine von zahlreichen Haftstrafen wegen verschiedener Delikte in 6 verschiedenen US-Bundesstaaten. Auch wenn er allein die Tat nach der Auffassung der Ermittler nicht begangen haben könnte, weshalb ist nicht wenigstens eine Untersuchung einer möglichen Beteiligung angesetzt? Und gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, die Hinweise aus der Bevölkerung und Joshuas Tod miteinander zu verbinden? Nehmen wir mal an, man kann den telefonischen Hinweisen und dem Reddit-Posting Glauben schenken. Und Andy und Joshua hätten tatsächlich den 8. Mai gemeinsam verbracht. Ein mögliches Szenario könnte sich wie folgt ereignet haben. Bitte beachtet, dass es sich hierbei nur um eine lose, rekonstruierte Version anhand der Indizienlage handelt. Eventuell haben Andy und Joshua sich getroffen. Vielleicht auch zufällig, als Josh ohnehin seinen Spaziergang machte und gemeinsam die Hütte erkundet. Dabei könnten die beiden auch auf den Kamin gestoßen sein, wenn sie das große Möbelstück von der Öffnung beiseite geschoben hätten. Einer der beiden kommt auf die Idee, dass einer von ihnen versuchen könnte, durch den Schornstein auf das Dach zu klettern. Joshua klettert also in den Kamin und macht sich, als er bemerkt, dass der Zugang zum Dach durch das Drahtgitter verschlossen ist, wieder auf den Weg nach unten. Dabei rutscht er ab, sodass er schließlich kopfüber am Schornstein hängt. Andy könnte dabei immer noch unten in der Hütte gewesen sein und sich dagegen entschieden haben, Joshua zu helfen. Er könnte das Möbelstück wieder vor den Kamin geschoben und Josh dort zurückgelassen haben, in dem Wissen, dass er sich nicht mehr befreien könnte. Selbst wenn Andy Joshua damit nicht aktiv verletzt hätte, was dazu passen würde, dass an dessen Leiche keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung gefunden wurden, würde es sich immer noch mindestens um unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge handeln. Und dass Andy Bereitschaft zur Kriminalität und sogar zum Mord hat, wissen wir durch seine zahlreichen Vorstrafen und Verurteilungen, sowie den Mord an dem Mann in New Mexico. Vielleicht ist Joshua auch gefallen und hat sich lebensgefährlich verletzt oder ist vielleicht sogar gestorben. Und Andy hat Angst bekommen und ihn deswegen dort liegen gelassen. Er ist danach abgehauen und nach New Mexico gefahren. So oder so, es wäre immer noch unterlassene Hilfeleistung. Er hätte einfach den Krankenwagen oder die Polizei rufen können. Aber vielleicht hat er Angst davor, weil er eh schon gesucht wurde, dadurch von der Polizei gefasst zu werden. Wie gesagt, das sind nur Spekulationen und es ist nur einer von vielen möglichen Vorgängen. Dabei bliebe auch noch die Frage offen, weshalb Joshua bis auf seinen Langarmshirt vollkommen nackt gewesen sein soll. Könnte das Ganze vielleicht Teil einer Wette oder ähnlichem gewesen sein? Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Und leider ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass wir auf die offenen Fragen je eine Antwort bekommen werden. Für die Polizei ist Joshuas Fall mit dem Statement des Gerichtsmediziners abgeschlossen. Und Andy wurde nie zu einer möglichen Verbindung befragt. In einem Interview sagt der Gerichtsmediziner Al Bourne: "Ich weiß, dass es kein natürlicher Tod war und bin sicher, dass es kein Suizid war. Meine anderen Optionen sind ein Unfalltod, ein Mord oder eine unbekannte Todesursache. Es ist frustrierend, dass wir es nicht festmachen können." Und damit kommen wir leider zum Ende des heutigen Videos. Über einen, wie ich finde, wirklich emotionalen Fall. Allein die Tatsache, dass die Familie mit Joshua ihren zweiten Sohn verloren hat, dessen Leiche sich all die Jahre nur wenige hundert Meter vom Haus der Familie Maddox entfernt befunden hat, ist mehr als tragisch. Und das Verhalten des Gerichtsmediziners Al Bourne meiner Ansicht nach zumindest diskussionswürdig. Zwar gibt er zu, dass es mehrere Optionen, darunter auch eine Tötung im Zusammenhang mit Joshua gibt, trotzdem beharrt er aber darauf, bei seinem Abschluss zu bleiben und den Fall nicht wieder neu aufzurollen. Und Andy Newman kann man sicherlich nicht allein anhand seiner Vita eine Verwicklung in den Fall vorwerfen. Doch dass er von der Polizei nicht einmal zu dem Fall befragt wurde, obwohl mehrere Menschen ihn mit Joshua in Verbindung gebracht haben, ist vor dem Hintergrund seiner kriminellen Karriere fragwürdig. Mich würden eure Theorien zu diesem Fall sehr interessieren, eben weil die Diskussionsgrundlage so breit ist. Glaubt ihr an einen Unfall oder an eine vorsätzliche Tötung Joshuas? Wie erklärt ihr euch die merkwürdigen Umstände, unter denen er im Kamin der Hütte gefunden wurde? Ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Klicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr den Kanal enorm und sorgt dafür, dass der Algorithmus das Video auch Nutzern vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Solltet ihr anderweitige Quellen zu diesem Fall finden, die vielleicht zusätzliche Informationen oder ähnliches enthalten, könnt ihr mir diese gerne per E-Mail an insolito.yt@gmail.com oder per Instagram Direktnachricht zukommen lassen. Der Link dazu ist in der Infobox. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.